In Mission 3 haben wir endlich Troja erreicht, aber leider erweist sich die Stadt als nahezu uneinnehmbar. Unser Auftrag ist daher der Bau des trojanischen Pferds und die Aufstellung einer Elitetruppe, die mit Hilfe des Pferds in die Stadt eindringen soll. Dazu müssen wir 300 Bretter sammeln und eine Truppe aus einem Hauptmann, 20 Level 3 Schwertkämpfern sowie Bogenschützen und 20 Dieben zum Pferd bringen. Das Gebirge nördlich von uns enthält Kohle, Eisen, Gold und Stein, also alles, was wir benötigen. Die anderen Gebirge enthalten zusätzliche Rohstoffe, sofern wir mehr brauchen, aber wichtig ist vor allem dieses Gebirge westlich des großen Sees. Die Goldvorkommen hier solltet ihr nicht nutzen, da der Bau einer Goldmine in diesem Berg einen Angriff der Trojaner auslöst, sogar vor Ablauf der Peacetime. Wo wir schon von Peacetime sprechen, auf normal ist es eine ganze Stunde, auf leicht 80 Minuten. Wer passt es, ist es sogar länger, rechnet aber dafür mit einem großen Angriffstrupp. Außerdem wird ein weiterer Angriff unabhängig von der Peacetime ausgelöst, wenn wir zu viele Bretter sammeln. Auf normal sind das 150 und auf leicht 200 Bretter. Beachtet außerdem, dass ihr mit einer Munitionsmanufaktur und 6 Katapulten startet, erste Amtshandlung sollte deren Abriss sein. Aufgrund der Größe der feindlichen Angriffe und der Tatsache, dass die Trojaner mit maximaler Kampfkraft starten, ist eine gewisse Vorsicht geboten. Zwar könnt ihr versuchen, die Elitetruppe innerhalb der ersten Stunde aufzustellen und dann die Bretter im Schnelldurchlauf herzustellen, indem ihr vorher Baumstämme einlagert und genug Sägewerke baut, aber das ist nicht unbedingt die sichere Methode. Wenn ihr nicht gerade einen Speedrun-Rekord aufstellen wollt, lasst euch ruhig etwas Zeit mit dem eigentlichen Ziel und konzentriert euch zunächst auf eure Abwehr. Eine Burg, deren Tor von einigen großen Türmen gedeckt wird, ist auf dieser Karte ein gutes Bollwerk. Da die Grenzen der Stadt an einigen Stellen über den Wassergraben ragen, könntet ihr auch mit Pionieren ein Gebiet für eure Bogenschützen einnehmen und so einen Fleischwolf einrichten. Allerdings könnt ihr die Soldatenproduktion der Trojaner nicht einmal mit einem Dutzend Lockvögeln ausreichend unterdrücken, um die späteren Angriffe zu verhindern. Das ist also keine Option, die ich wirklich empfehlen würde. Letztendlich ist diese Karte nicht schwer, solange ihr keine Risiken eingeht. Sobald alle Mann beim Platz sind, ist das Pferd einsatzbereit und die letzte Mission der Kampagne steht euch offen.